Martinitz, geboren am 11.11.23 in Pfullingen. Ich bin geboren in Pfullingen vom Leiblinsplatz 3 bei meinen Großeltern. Die Hebamme war Frau Teigl, die alle Kinder in Pfullingen zur Welt gebracht hat. Mit 2, 3 Jahren sind wir dann in die Kunstmühlestraße gezogen, da mein Vater ein Haus gebaut hat. Mit großem, schönem Garten. Es war das erste Haus in Pfullingen oder das letzte, wie man sagen will. Und da hatten wir schön als Kinder in dem großen Garten zu spielen. Und es war sehr ruhig damals noch, um uns herum nur Wiesen. Heute alles verbaut, alles ganz anders natürlich. Ja, an unserem Haus fuhr die Straßenbahn vorbei, sogar war die Haltestelle vorne, sodass wir gut mit einsteigen konnten und aussteigen. Und immer Kunstmühlestraße, Seestraße, das war die kürzeste Strecke, die kostete damals 10 Pfennig. Mein Vater war Beamter bei der Deutschen Bundesbahn. Das Bundesbahn? Reichsbahn. Reichsbahn. Und war ja Reichsbahn-Obersekretär, so die Bezeichnung seiner. Und der hatte immer, immer gegen die Nationalsozialisten sich gewehrt mit Händen und Füßen. Er ist nicht in die Partei eingetreten. Er hat sich nicht umstimmen lassen mit gar nichts. Man musste immer Angst haben, dass sie ihn doch mal holen ins, auf der Heuberg. Da haben sie die nicht getreuen hingebracht. Er ist dann aber im Krieg Luftschutzwart geworden. Luftschutz musste ein Bezirk aufpassen, ob alle Leute richtig verdunkeln, ob alles in Ordnung ist, ob die Leute ihren Sand auf der Bühne haben und ja, das ging dann aber in die Partei nie. Er hat sich gar nicht erweichen lassen. Also Reichsarbeitsdienst habe ich in Grauchenwies im Sommerschloss von Sigmaringen im Park war unser Lager. Und wir waren immer zu sechst auf einer Stube. Und auf meiner Stube war die Sophie Stoll, eine Kameradin, eine RAD-Kameradin, so hieß es damals. Ja, es war ein ruhiges Mädchen, ein besonnenes Mädchen, viel gelesen. Sie war Studentin und nichts Auffälliges. Es war schön. Wir haben auch schöne Zeiten gehabt, so ist das nicht. Thank you.